بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir möchten uns inshallah ta'ala mit dem Tafsir der Sura Al-Fatiha befassen, und zwar basierend auf der Erläuterungen des Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyya rahimahullah ta'ala, und zwar in seinem Werk Madarijus Salikin. Und dabei geht es nicht nur um einen Tafsir, nicht nur um die bloße Erläuterung, sondern, wie wir sehen werden, inshallah ta'ala, sieht Ibn Qayyim rahimahullah in Surat al-Fatiha sehr viele Lehren und versucht, und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm hier Tore der Erkenntnisse geöffnet, versucht aus Surat al-Fatiha viele Wissenszweige abzuleiten, viele Lehren, viele Weisheiten, die wir benötigen für unser Leben. So ist Surat al-Fatiha, wie er es selbst sagt, die Erläuterung des Weges zu Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatiha ist die Navigation für das Herz. Al-Fatiha erklärt dir, wer du bist und warum du bist und wer derjenige ist, der Grund ist, dass du überhaupt bist. Und daher ist es wichtig, dass der Muslim sich mit dieser Sura befasst, da wir mehrmals am Tage diese Sura lesen. Und es ist eine Gnade Allahs, dass er uns erlaubt hat, Al-Fatiha zu jeder Rak'a zu lesen. Hier ist immer zu erwähnen, dass die Sichtweise des aufmerksamen und wachsamen Muslims zu den Geboten Allahs eine andere ist, als die Sichtweise und der Blickwinkel eines Achtlosen. Einige erkennen nur die Pflicht hinter den Geboten Allahs. Für sie ist es eher eine Last. Es ist eine Aufgabe, die zu bewältigen ist. Mehr ist es nicht. Aber derjenige, der mit dem Herzen blickt, wird erkennen, dass die Gebote Gaben Allahs sind. Allah hat nicht nur uns auferlegt und zur Pflicht gemacht, Al-Fatiha zu lesen, sondern Allah hat uns erlaubt, Al-Fatiha zu lesen. Stellen wir uns vor, Allah hätte uns nicht auferlegt, jeden Tag mehrmals Al-Fatiha zu lesen. Stellen wir uns vor, wir müssten Al-Fatiha gar nicht lesen. Stellen wir vor, Al-Fatiha gäbe es gar nicht. Diesen Verlust erkennt nur derjenige, der die Fatiha kennt, der sie verstanden hat. Und Ibn Qayyim rahimahullah, wohl wie kein anderer, wallahu a'lam, hat hier wirklich einen Einblick erhalten durch die Gabe Allah subhanahu wa ta'ala, und das wollen wir uns nicht entgehen lassen. So sagt er, rahimahullahu ta'ala, wisse, dass diese Sura alle wichtigen Angelegenheiten enthält. So enthält sie die Kunde über den Angebeteten. Also Al-Fatiha erklärt uns, wer der Angebetete ist, also Allah subhanahu wa ta'ala, anhand dreier Namen, die Grundlage aller Namen Allahs sind. Das heißt, diese drei Namen, die Allah subhanahu wa ta'ala hier in dieser Sura erwähnt, sind die Oberbegriffe
Oder wenn man sagen kann, Obername, also Oberbegriffe für alle anderen Namen Allahs. Und zwar sind es eben die Namen Allah, Ar-Rabb und Ar-Rahman. Darum drehen sich alle anderen Namen Allah subhanahu wa ta'ala. Somit wurde diese Sura aufgebaut auf der Grundlage der Anbetung, Al-Ilahiyya, also auf Arabisch, die Anbetung, die Herrschaft, Ar-Rububiyya und die Gnade, Ar-Rahma. Also das ist die Essenz von Surat al-Fatiha. In Surat al-Fatiha geht es um Anbetung, Herrschaft und Gnade. Daher benutzt Allah subhanahu wa ta'ala eben diese drei Namen. Allah, der auf Anbetung hindeutet, Ar-Rabb, der auf die Herrschaft hindeutet und Ar-Rahman, der eben auf die Gnade hindeutet. فَإِيَّاكَ نَعْبُدُ Dir dienen wir, beruht auf Anbetung. Denn du sagst ja, dir dienen wir. Also geht es hier um den Dienst an Allah subhanahu wa ta'ala. Dieser Abschnitt, إِيَّاكَ نَعْبُدُ, beruht auf Anbetung. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ beruht auf Herrschaft. Dich bitten wir um Hilfe. Warum beruht das auf Herrschaft? Weil wer kann dir helfen? Derjenige, der alles besitzt, der alles lenkt, der alles verwaltet, subhana. Von dem kannst du Hilfe erhalten. Also deutet, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ und dich bitten wir um Hilfe, deutet auf die Herrschaft Allahs, also الرُّبُوبِيَّة. Und die Bitte um Rechtleitung, eben اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ, deutet auf was? Auf die Gnade Allahs, tabaraka wa ta'ala. Und für all diese drei Aspekte, für die Anbetung und die Herrschaft und die Gnade, bedankst du dich in Surat Al-Fatiha, indem du eben sagst, Alhamdu, und dann beginnt es eben, Lillah, Rabb al-Alamin, Ar-Rahman al-Rahim. Also, und der Dank oder das Lob beinhaltet all diese drei Aspekte, denn er, also Allah subhanahu wa ta'ala, wird gelobt wegen der Anbetung, weil er die Anbetung verdient, subhanahu, wegen seiner Herrschaft und wegen seiner Gnade. Dann erwähnt Ibn Qayyim rahimahullah, dass Surat al-Fatiha noch sämtliche Grundlagen der Aqida enthält. Und zwar sagt er, und Al-Fatiha enthält die Bestätigung oder der Beweis für die Auferweckung. Also für das Leben nach dem Tod. Wie? Eben durch die Aussage Allahs Azza wa Jal, Maliki Yawmiddin. Dass Allah subhanahu wa ta'ala der Herrscher und Besitzer und Verwalter diesen Tages ist. Und Al-Fatiha beinhaltet ebenso den Beleg und den Beweis des Prophetentums, dass Allah subhanahu wa ta'ala Propheten schickte. Wie? Und hier zählt er einige Punkte auf. Also einige Belege. Er leitet jetzt ab die Belege für die Entsendung der Propheten, dass Allah tatsächlich Gesandte entsandt hat, er leitet dieses ab von Surat al-Fatiha. Und das, sagte ich, ist diese Kunst von Ibn Qayyim rahimahullah, dass er wirklich nicht nur zwischen die Zeilen, sondern vielleicht sogar zwischen den Buchstaben liest, um alles herauszubekommen aus dieser gewaltigen Sura. Er sagt erstens, der Beleg dafür, dass Allah Propheten schickte, ist die Tatsache, dass er überhaupt Herr der Welten ist, Rabbul Alamin. Denn es geziemt sich nicht, dass er sie ohne Rechtleitung lässt. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala Rabb ist, und Rabb bedeutet was? Derjenige, der verwaltet, derjenige, der fürsorglich ist, derjenige, der erzieht anhand seiner Gaben, subhanahu wa ta'ala. Wenn er nun verwaltet, dann ist die Folge,
dessen, dass Allah Azza wa Jal uns erklärt hat, wie wir zu leben haben, wenn er fürsorglich ist. Dann sagt er uns, was gut ist für uns und was schlecht ist für uns. Wie? Natürlich anhand der Gesandten. Also die Tatsache, dass Allah subhanahu wa ta'ala Herr der Welten ist, hat implizit den Aspekt oder beinhaltet implizit, dass der Herr der Welten eben auch Gesandte schickt. Also erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala diese Angelegenheit, dass er der Herr der Welten ist, also gehört zu seiner Herrschaft, dass er seinen Untertanen, seinen Knechten und Dienern erklärt, wie sie zum Wohl gelangen. Der zweite Beweis ist abgeleitet von dem Namen Allah. Also die Tatsache, dass Allah Allah ist, zeigt, dass es Propheten gibt. Die Tatsache, dass Allah diesen Namen besitzt, zeigt, dass er Propheten geschickt hat. Wie? Denn Allah bedeutet was? Allah bedeutet der Angebetete. Allah, dieses Wort, ist abgeleitet, wie auch Ibn Qayyim rahimahullah sagt, von dem Nomen oder dem Wort Al-Ilah. Dann wurde das I weggelassen. Al-Ilah. Wenn du das I, also Alif, eben wegnimmst, dann bleibt was übrig? Allah. Allah ist gleich Al-Ilah. Und Al-Ilah ist was? Der Angebetete. Al-Ma'bud. Nun, wenn das so ist, dass Allah der Angebetete ist, dann gibt es keinen Weg, vorbei, dass Allah uns Propheten schickt, um uns beizubringen, wie wir ihn anbeten. Wie sonst sollen wir ihn anbeten? Denn die Anbetung ist nicht rational nachvollziehbar. Die Anbetung, wie kannst du denn rational erläutern, dass Al-Asr 4 Raka'a sein müssen und nicht 3. Gibt es einen rationalen Sinn dahinter? Ist uns nicht bekannt. Zumindest heute noch nicht. Und allgemein die Ibadat, also die Anbetungsformen, die Gottesdienste, haben eher diese Charaktereigenschaft, dass sie rational nicht nachvollziehbar sind. Und das sind diese zwei Angelegenheiten für Scharia. Es gibt ma'qul al-ma'na wa ghayr ma'qul al-ma'na. Das bedeutet, es gibt rational nachvollziehbares und rational nicht nachvollziehbares. Deswegen sagte ja Ali radiallahu an, wenn das Streichen oder wenn die Religion nur rational wäre, nur nach dem Verstand, dann wäre das Streichen unter der Sohle, also unter dem Fuß, vorzuziehen dem Streichen über dem Fuß. Wo wird ein Fuß dreckig? Oben oder unten? Wenn du drauf gehst natürlich. Weil früher haben sie ja diese Chuf, das waren ja ihre Schuhe, ja, unter anderem. Die sind ja damit mehrere Kilometer gegangen. Aber ist die Sunna oder ist das Gebot des Streichens unter den Socken oder über den Socken? Über den Socken. Warum? Allahu A'lam. Dieses Allahu A'lam bedeutet was? Du sagst, ich kann es ohne Offenbarung von Allah Azza wa Jal, natürlich über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, du bekommst keine neue Offenbarung, also ohne die Übermittlung dieser Offenbarung vom Propheten alaihi salatu wasallam, kann ich nicht verstehen, warum ich über die Socken streichen soll. Warum mache ich es dann? Warum gibt uns Allah subhanahu wa ta'ala solche Anbetungsformen? Das ist wiederum rational nachvollziehbar, damit wir uns üben in der Unterwerfung Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du nie etwas tust für Allah und plötzlich musst du etwas tun, wird es dir schwer fallen. Aber wenn du tagtäglich betest und dich an die Gebote hältst und nicht lügst und nicht betrügst und so weiter, das heißt, du bist Diener Allahs tagtäglich. Sobald ein Gebot kommt, bist du bereit, dieses einzuhalten. Es gibt aber auch Gebote, Ibadat, Anbetungsformen, wie zum Beispiel das Fasten, die wohl, sehr wohl nachvollziehbar sind, rational. Warum fasten wir? Unter anderem, weil wir damit
spüren sollen, wie es den Armen geht. Zum Beispiel. Aber hier ist ein wichtiger Aspekt, liebe Geschwister. Können wir auch bei rational nachvollziehbaren, können wir hier sagen, dieses Gebot hat folgende Weisheit und Punkt, es gibt keine Weisheit danach? Das können wir nie. Das heißt, du kannst nie sagen, hör mal zu, das Gebot Fasten hat 5 Weisheiten, eine 6. gibt es nicht. Das Gebet hat 7 Weisheiten, eine 8. gibt es nicht. Selbst wenn du einige Weisheiten herausgefunden hast, wie zum Beispiel beim Fasten, okay, wir sollen mitfühlen mit den Armen, heißt das, es gibt keine andere Weisheit? Nein. Sondern wir sagen immer, zu den Weisheiten dieser Ibadah gehört dies und jenes. Warum ist das wichtig? Warum ist das wichtig? Denn man darf die Ayat nicht einschränken, dass du sagst, okay, diese Ayah benutze ich nur in diesem Kontext, aber in einem anderen Kontext benutze ich sie nicht. Denn es gibt einige, die versuchen, den Koran nicht mehr so zu verstehen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn verstanden hat, sondern wie sie ihn verstehen. Sie sagen, also ich verstehe unter der Ayah folgende Weisheit. Ja gut, das mag ja schön und gut sein, dass du eine Weisheit gefunden hast. Aber kann es denn nicht sein, dass da noch viele weitere Weisheiten sind? Natürlich kann es sein. Und sicherlich ist es so. Denn der Allwissende ist nur wer? Allah subhanahu wa ta'ala. Auf jeden Fall zurück zu unserem Thema. Allah ist Allah, also der Angebetete, also hat er die Leute geschickt, eben die Propheten, um uns zu erklären, wie wir ihn anbeten und wie der Weg zu ihm bestritten wird. Ein dritter Beleg dafür, dass Allah Gesandte entsandt hat, ist der Name Ar-Rahman. Ar-Rahman, denn die Folge diesen Namens ist, dass seine Gnade eben, die Folge dieser Gnade ist, dass er uns erklärt, wie wir gerettet werden. Wenn Allah Ar-Rahman ist und er schickt ja keinen Propheten, wie soll das funktionieren? Er ist der Gnädige, zeigt dir aber nicht, wie du ins Paradies kommst. Er ist der Gnädige, zeigt dir aber nicht, wie du von der Hölle wegkommst. Und deswegen sagt Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, so verhindert die Gnade Allahs, dass Allah subhanahu wa ta'ala seine Diener vernachlässigt. Das kann ja nicht sein. Also die Folge dieser Rahma Allahs azza wa jal ist, dass er sich um diese Diener sorgt und er ihnen bekannt gibt, wie sie zur Vollkommenheit, also natürlich der menschlichen Vollkommenheit gelangen, wie sie sich verbessern. Wer also, und das ist jetzt ein wichtiger Aspekt, er sagt, wer also diesem Namen gebührend versteht, der wird erkennen, dass er implizit enthält, dass Allah Gesandte entsandt hat, Bücher offenbart hat, eben mehr als die Tatsache, dass Allah Azza wa Jal es regnen lässt. Weil wenn wir über Rahma, also wenn wir jetzt mal sagen, was stellst du dir vor oder an was denkst du, wenn du hörst, Allah ist Ar-Rahman? Ja, dann denken viele unter uns, ja, Allah Azza wa Jal versorgt uns, die Sonne scheint, es regnet, Blüten, weltliche Angelegenheit. Dazu sagt Ibn Qayyim rahimahullah, einige haben vom Namen, von diesem Namen, nur das Animalische verstanden. Essen, Trinken, Assalamu alaikum. Aber das ist doch nicht das, dort endet die Bedeutung doch nicht, sondern umso mehr zeigt sich die Gnade Allahs Azza wa Jal, dass Allah uns den Weg zur Glückseligkeit gezeigt hat. Anhand dieser Gesandten und Propheten alaihim as-salatu was-salam. Der vierte Beleg. Und Ibn Qayyim rahimahullah, wie gesagt, wenn er etwas angeht, dann macht er es gründlich. Also es ist ganz normal bei Ibn Qayyim, wenn du sagst, es gibt mehrere Punkte, dann hast du deine 10 Punkte, 20 Punkte, 100 Punkte. Zum Beispiel bei Al-Wabil al-Sayyib min al-Kalim al-Tayyib, ein Buch über Al-Adhkar.
redet er über den Nutzen der Afkare, über 100 Nutzen. Der vierte Aspekt ist die Aussage Yawmiddin, der Tag der Auferstehung. Das ist ein Beleg dafür, dass Allah Gesandte entsandt hat. Und diese Art, liebe Geschwister, was jetzt Ibn Qayyim hier macht, das nennt man Tadabbur. Tadabbur al-Quran. Also das innige Überlegen über den Koran. Und das hat uns Allah Azza wa Jal gesagt. Afala yatadabbarun al-Quran. Überlegen Sie denn nicht über den Koran? Machen Sie sich keine Gedanken? Du sollst den Koran nicht einfach so lesen und das war's wie ein Zeitungsartikel. Sondern Al-Quran beinhaltet viele Lehren, die du ihm entnehmen kannst. Der Tag der Auferstehung, Ibn Qayyim sagt, denn dies ist der Tag, an dem Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen zur Rechenschaft bringt und sie belohnt für ihre guten Taten und sie bestraft für ihre Sünden. Und Allah bestraft aber niemanden, solange er ihm nicht den Beweis gegeben hat. Das heißt, solange er ihn nicht belehrt hat. Und das ist etwas, yani, dieser Aspekt, diese Herleitung ist fantastisch. Allah, Ibn Qayyim rahimahullah sagt, Allah sagt, Maliki Yawmiddin, der König oder Herrscher am Tag der Auferstehung. So, am Tag der Auferstehung, was ist das? Das ist der Tag, an dem die Menschen belohnt und bestraft werden. Okay, sie werden bestraft. Aber aufgrund was werden sie bestraft? Es muss doch irgendwie den Menschen erklärt worden sein, dass sie dies nicht machen dürfen oder dies machen dürfen. Das heißt, die Belehrung, auf Arabisch Iqamatul Hujja, ist eine Voraussetzung für die Bestrafung. Und das sagte Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Und wir werden nicht bestrafen, bis wir einen Gesandten entsenden. Das heißt, diejenigen, die nie was von Allah gehört haben, nie etwas von Rasul alayhi salatu wassalam gehört haben, diese Menschen, die werden nicht sofort bestraft, sondern, wie einige Ulema gesagt haben, diese, sollte es sie geben, werden Yawm al-Qiyamah eben geprüft und dementsprechend werden sie dann entweder belohnt oder bestraft. Aber dass Allah Azza wa Jal jemanden, der unwissend ist, der keine Ahnung hat, der noch nie etwas mitbekommen hat, einfach bestraft, das macht Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Und dies hat Ibn Qayyim hier erwähnt und abgeleitet von der Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, Yawmiddin. Ad-Din, also Tag der Abrechnung, Tag des Gerichts. Also, er sagt, und die Belehrung geschieht durch die Gesandten und die Bücher. Die Belehrung der Menschen, also die Erklärung dessen, was erlaubt ist, was verboten ist, geschieht durch was? Natürlich durch Gesandten und durch Bücher. Und aufgrund dessen werden die Menschen belohnt oder bestraft. Der fünfte Aspekt oder der fünfte Beleg ist die Aussage Allahs, Iyyaka na'budu. Dir dienen wir. Er sagt, denn womit wir ihm dienen, ist nicht bekannt, außer durch die Gesandten. Also wie soll ich Allah, also ich weiß, okay, Allah existiert, sehr schön. So, wie soll ich Allah anbeten? Wenn uns die Gesandten nicht erklären, du sollst beten, du sollst fasten, du sollst pilgern, du sollst spenden, du sollst Koran lesen, gütig sein zu deinen Eltern und so weiter und so fort. Wenn die Gesandten uns nicht erklären, was wir zu tun haben, dann können wir das ja nicht rational alleine erfahren. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala die Gesandten entsandt. Also, Iyyaka na'budu, dir dienen wir, ist ein Beleg dafür, dass Allah azza wa jal die Gesandten entsandt hat, damit wir wissen, wie wir denn überhaupt Allah subhanahu wa ta'ala anbeten.
Der nächste Aspekt oder der nächste Dalil, also Beleg, ist die Aussage Allahs Azza wa Jal, Ihdina al-Sirat al-Mustaqim. Aus dieser Ayah oder aus diesem Abschnitt dieser Ayah leitet Ibn Qayyim rahimahullah auch noch einmal ab die Tatsache, dass Allah Gesandte entsandt hat. Und er sagt hier, die Rechtleitung ist zum einen die Aufklärung und zum anderen die Unterstützung. Also er erwähnt hier zwei Formen der Rechtleitung. Einmal die Rechtleitung der Aufklärung, also Hidayatu Bayan. Und das andere ist Hidayatu Tawfiq, also Rechtleitung im Sinne von Unterstützung. Aber die Unterstützung, diese Rechtleitung der Unterstützung geschieht erst nach der Rechtleitung durch Aufklärung. Ja, wenn du nichts verstehst, kannst du auch nicht unterstützt werden. Du musst schon verstehen, worum es geht und wohin es geht. Und dann wirst du dabei unterstützt, wenn du dich hin zum Ziel bewegst. Und die Aufklärung ist nicht möglich, außer durch Gesandte. Irgendjemand muss mich doch aufklären, wie wir schon erwähnt haben, was ich zu tun habe und was ich zu lassen habe. Wenn die Aufklärung stattgefunden hat und die Bekanntgabe, also und die Kunde, ja, die Erläuterung, die Erklärung, dann kommt danach folglich die Unterstützung, also die Rechtleitung der Unterstützung. Aber hier müssen wir unterscheiden, wer leitet uns recht, also im Sinne von unterstützen, und wer leitet uns recht im Sinne von aufklären. Aufklären machen die Gesandten und die ihnen folgen. Jeder, der zu Allah aufruft, klärt die Menschen auf. Das ist Hidayatu Bayan oder Irshad. Es ist eine Aufklärung. Aber Hidayatu Tawfiq, die Leitung zur Unterstützung, die geschieht nur durch Allah subhanahu wa ta'ala. Durch keinen Propheten und keinen Engel. Und deswegen sagt Allah azza wa jalla, innaka la tahdi man ahbabt. Also auf einer Seite sagt Allah azza wa jalla, wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Und du leitest recht zu einem geraden Weg. Und auf der anderen Seite sagt Allah, und du leitest nicht recht, wenn du willst. Ja, wie jetzt? Leitet er jetzt recht oder leitet er nicht recht? Wenn wir diesen Aspekt nicht verstehen, dann werden wir in diesen beiden Ayat einen Widerspruch sehen, der überhaupt nicht existiert. Denn die erste Ayat, die eine Ayat, besagt, du leitest recht zum geraden Weg im Sinne von was? Du klärst auf, du lehrst, du unterrichtest, du zeigst den Leuten, du übermittelst. Und die andere Ayah, du leitest nicht recht, wenn du möchtest. Damit ist was gemeint? Du kannst niemanden unterstützen, dass er tatsächlich glaubt und dass er tatsächlich das Gute tut. Das obliegt Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese zwei Rechtleitungen sind gefragte Rechtleitungen. Das heißt, wir bitten Allah, wenn wir sagen, Ihdina al-Sirat al-Mustaqim, dann bitten wir Allah diese beiden Sachen. Denn die zweite ist ja erst vorhanden durch die erste. Wenn ich nicht weiß, wie dieser Sirat ist, der Sirat, also der Weg, dann kann ich auch nicht von Allah verlangen, dass er mich unterstützt. Zu was? Ja, Rab, unterstütz mich. Ja, zu was? Unterstützt mich zum Beten, unterstützt mich zum Lernen, unterstützt mich zur Güte, zur Liebe, zur Hoffnung, zur Furcht und so weiter und so fort. Und da hier, liebe Geschwister, ist die Frage, wer von uns hat jemals, als er Al-Fatiha gelesen hat, diese zwei Sachen im Sinn gehabt, als er diese Ayah gelesen hat? Ihdina as-sirat al-mustaqim. Und hat empfunden, oh Allah, gib mir Wissen und hilf mir, entsprechend dem Wissen zu handeln. Deswegen ist ja ein Bittgebet des Propheten a.s.w. O Allah, zeige uns das Wahre als Wahres und unterstütze uns, dementsprechend zu handeln.
und zeige, dass uns das Unwahre als Unwahres und unterstütze uns dementsprechend zu handeln. Das heißt, wenn du Ihdina Sirat al-Mustaqim liest, dann bittest du von Allah zwei Sachen. Hidayatu Bayan und Hidayatu Tawfiq. Du bittest Allah einmal eine Rechtleitung zur Aufklärung, dass du lernst mehr über Allah und seinen Gesandten und seine Religion. Und danach bittest du Allah subhanahu wa ta'ala noch dementsprechend zu leben, was du eben gelernt hast. Somit erlangt man den Erfolg nur durch diese beiden Rechtleitungen. Und hier sagt Ibn Qayyim etwas sehr Schönes bezüglich dieser Ayah. Er sagt, daraus folgt oder hieraus erkennt man, wie abhängig der Diener von dieser Da'wah ist, von diesem Bittgebet ist, mehr als jede andere Abhängigkeit. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Warum? Ich sage auch immer, wie müssen wir diese Ayah lesen? Mit welchem Gefühl? Mit welchem Gefühl liest du diese Ayah? Ihdina as-sirat al-mustaqim. Du möchtest die Rechtleitung zum geraden Weg. As-sirat al-mustaqim. Um zu verstehen, wie du das lesen sollst, musst du erst einmal dir vorstellen, was wäre, wenn du dieses nicht erlangst. Wenn Allah dich nicht rechtleitet zum geraden Weg, was wäre dann? Das ewige Höllenfeuer. Und das muss man sich einmal, da muss man überlegen oder nachdenken, was heißt ewig? Ewig, unendlich, was heißt das? Das heißt, du bist jahrelang, 10 Jahre, 100 Jahre, 1000 Jahre, 1 Million, Billion, Trillion, Quillion, was weiß ich, wie es weiter da geht. Und du kommst nicht aus Jahannam raus. Wenn jemand in einer Wohnung ist, in einem Haus ist und es brennt und du fängst schon an zu husten und ja, du empfindest schon Schmerzen in deiner Lunge und so weiter und so fort und das Feuer kommt näher und es kommt näher und es kommt näher, ja, und deine Kleidung fängt schon Feuer. So, und im letzten Moment rettet dich jemand. Im letzten Moment rettet dich jemand. Was für ein Gefühl empfindest du da? Welches Gefühl? Dankbarkeit. Aber Dankbarkeit ist die Folge des Gefühls. Freude. Erleichterung. Das ist es. Du hattest eine Last. Welche Last? Dass du sterben wirst, dass du verbrennst. Aber du empfindest diese Erleichterung. Und auf der anderen Seite, wenn du nicht gerettet wirst oder noch nicht gerettet wurdest, was empfindest du da für ein Gefühl? Schmerzen, ja. Was noch? Bedrängnis. Genau, Bedrängnis. Sonst noch was? Furcht. Warum empfindest du das? Weil du nicht weißt, werde ich gerettet oder nicht. Und das Feuer kommt ja näher und näher und näher und näher. Und genau dieses Gefühl musst du verstehen, diese beiden Gefühle. Einmal dieses Bedrängnis und einmal diese Erleichterung. Und das musst du empfinden bei Ihdina as-Sirat al-Mustaqim. Du musst dir vor Augen halten, du musst dir vorstellen, du musst Allah anfühlen. Ja Allah, was heißt Ihdina as-Sirat al-Mustaqim? Du sagst, ja Allah,
wenn du mich nicht rettest, wenn du mich nicht aufklärst, wenn du mich nicht unterstützt, ja Allah, dann bin ich verloren. Dann komme ich nicht mehr aus Jahannam raus. O Allah, ich flehe dich an, leite mich recht. Lesen wir so Surat al-Fatiha. Lesen wir so diesen Dua, ihdina as-sirat al-mustaqim. Oder denken wir an was ganz anderes und nicht an diese Hidayah. Und eben, was schief laufen würde, wenn diese Hidayah nicht eintreten wird. Also sagt er, und deswegen ist der Mensch abhängig von diesem Dua und er benötigt diesen Dua mehr als alles andere. Alles kannst du einholen, alles kannst du verbessern, alles kannst du wieder gut machen. Nur deinen Glauben zu verlieren oder gar nicht erst zu glauben und so zu sterben, das ist nicht wieder gut zu machen. Und deswegen sagt Allah, er vergibt alles, außer was? Außer Schirk. Außer nicht an ihn zu glauben. Das kann man nicht gut machen. Und hier sagt Ibn Qayyim rahimahullah, wenn nun aber jemand sagt, wenn wir denn schon rechtgeleitet sind, ich bete doch, wo bin ich denn hier? Ich bin doch in einer Moschee, oder nicht? Ist das keine Rechtleitung? Wenn ich rechtgeleitet bin, warum bitte ich um Rechtleitung? Ich bin doch schon rechtgeleitet. Dann sagt er, dann muss man verstehen, dass das, was uns verborgen ist an Wissen, viel mehr ist als das, was wir wissen. Und das, was wir tun wollen, aber wir aus Faulheit nicht tun, viel mehr ist als das, was wir tun. Und daher brauchst du diese Hidayah jedes Mal. Das heißt, du brauchst immer mehr. Und er sagt, und selbst wenn du eine Stufe erreichst, in der du alles Mögliche getan hast, stell dir mal vor, eine Person hat alles getan, was man nur tun kann. Dann braucht er die Hidayah nochmal, um was? Um auf diesem Weg zu bleiben. Heute hast du gefastet, wie sieht es morgen aus? Bist du dann noch Muslim? Das heißt, diese Hidayah ist etwas, das brauchst du wie dein Sauerstoff, jeden Tag. Jeden Tag aufs Neue brauchst du Unterstützung von Allah subhanahu wa ta'ala. Dass du gestern gebetet hast, heißt nicht, dass du morgen beten wirst. Das ist nicht so logisch. Sondern Rasul alayhi salatu wasalam sagte, der Mensch steht auf als Gläubiger und dann am Abend ist er Ungläubiger. Oder er erlebt den Abend als Ungläubiger oder als Gläubiger und steht dann morgens auf als Ungläubiger. Ja, das heißt, und Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, die Herzen der Menschen sind zwischen zwei Fingern Allahs, er dreht und wendet sie, wie er will. Und der Rasul alayhi salatu wasalam hat stets Allah gebeten, O der du die Herzen drehst und wendest, lass mein Herz standhaft sein, festige mein Herz. Das heißt, niemand von uns ist sicher, dass diese Hidayah, die er momentan genießt, auch weiterhin genießen wird, außer du wirst unterstützt von Allah subhanahu wa ta'ala. Es gab Menschen, die haben den Prophet sallallahu alaihi wasallam gesehen. Sie haben mit ihm gelebt. Als der Prophet alaihi salatu wasallam gestorben ist, sind sie ausgetreten aus dem Islam. Also nichts ist unmöglich, auch in diesem Sinne. Also wessen Hidayah, also oder wer die Vollendung erreicht hat, wenn überhaupt, ja, der benötigt die Hidayah eben, um darauf gefestigt zu werden, um standhaft zu bleiben. Und dann sagt er, und das ist also das, was Ibn Qayyim hier jetzt macht, das ist einfach nur fantastisch. Er sagt, und die nächste Stufe der Hidayah, wir hatten wie viele jetzt? Zwei, die da wären. Taufiq, also Aufklärung und Unterstützung. Er sagt, und es gibt noch eine weitere Hidayah. Und zwar die Rechtleitung oder die Leitung
am Tag der Auferstehung, und zwar zum Paradies. Und hört euch mal das an, was er jetzt sagt. Und zwar die Leitung über dem Weg, der ins Paradies führt. Und zwar meint er was? As-Sirat, diese Brücke eben, die über Jahannam geschlagen wird. Und wer sie überquert, gelangt ins Paradies. Möge Allah uns dazu zählen, alle, die diese Brücke auf schnellstem Wege überqueren. Er sagt jetzt, wer geleitet wird in dieser Stätte, also in der Dunya, auf der Erde, wer geleitet wird in dieser Stätte zum geraden Weg, mit dem die Gesandten entsandt wurden und die Bücher offenbart wurden, der wird dort geleitet, also Yawm al-Qiyamah, über den geraden Weg zum Paradies, eben über As-Sirat. Seht ihr? Du hast hier Sirata, ihdina As-Sirat al-Mustaqim. Und du hast As-Sirat Yawm al-Qiyamah. Er sagt dir, willst du über den Sirat Yawm al-Qiyamah, dann beweg dich auf dem Sirat auf dieser Welt. Und er sagt, und je nach deiner Standhaftigkeit, je nach deiner Standhaftigkeit auf dem Wege im Diesseits, wird deine Standhaftigkeit sein auf der Brücke, auf dem Sirat Yawm al-Qiyamah. So werden einige so schnell diese Brücke überqueren wie ein Blitz. Und andere werden gehen oder wie ein Reiter diese Städte überqueren oder diese Brücke überqueren. Andere werden gehen, andere werden kriechen. Und dann sagt er, und der Diener Allahs sollte auf die Begierden und die Scheinargumente achten. Die Begierden, Shahawat, Versuchungen, Shahawat, und die Scheinargumente, Shubuhat. Die Hürden sind auf dem Weg zu Allah. Denn so wie es diese Hürden gibt auf dem Weg zu Allah, und die da wären eben die Versuchungen und die Scheinargumente, so gibt es die Haken auf der Brücke zum Paradies, die die Menschen runterziehen. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, es gibt Haken, die aus Jahannam heraus schießen und die Menschen vom Sirat runterziehen. Wohin? In Jahannam, möge Allah uns davor bewahren. Er sagt, du willst geschützt werden vor diesen Haken, du willst diese Brücke überqueren ohne Verlust, so schnell wie möglich, du willst diesen Haken entwischen oder entweichen, dann musst du diesen Shahawat entweichen in der Dunya. Und den Shubuhat, also den Scheinargumenten, also den falschen Argumenten über Allah, also die falschen Lehren. Denn nur wenn du die richtige Aqidah hast, die richtige Lehre hast, die Aqidah des Propheten sallallahu alaihi wasallam und der Gefährten und die ihnen folgen, und wenn du deine Gier und deinen Drang bändigst, dein Bedürfnis bändigst, dich selbst schützt vor diesen Begierden, dann wirst du geschützt, wenn du den Sirat überquerst. Und Allah Azza wa Jal sagt, und dein Herr ist nicht ungerecht gegenüber seinen Dienern. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ. So wie du hier bist, so wirst du über dieser Brücke sein. Das ist etwas, yani, liebe Geschwister, was ein Mensch denken soll, wenn er Surat al-Fatiha liest. لِصِّرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ. Oder wenn du sagst, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ.
dann stelle dir vor, wie wirst du sein auf dieser Brücke. Weil du musst dir einfach nur vergegenwärtigen, wie bin ich heute auf dem Weg. Heute, an dem Tag, jetzt. Wie wandere ich auf dem Weg Allahs? Standhaft? Kann ich immer den Shubuhat, den Scheinargumenten und Shahawat entweichen? Nein, kann ich nicht, weil ich lerne gar nicht meine Religion. Weiß ich nicht. Ich weiß gar nichts über... Koran verstehe ich gar nicht. Mir geht es jetzt nicht, dass du es auf Arabisch hörst. Die Araber verstehen es auch nicht. Viele leider. Weil sie sich nicht beschäftigen mit dem Koran. Wir wissen nicht, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam getan hat, wie er gelebt hat, wissen wir nicht. Gut, er war irgendwann mal 40 und dann ist er irgendwann mal auch nach Medina. Das war es dann auch schon. Wie gehen wir mit dieser Religion um? Das alles muss in deinem Kopf oder in deinem Herzen sein, wenn du diese Ayah liest. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Und dann noch mit dem Gefühl, wehe mir, wenn Allah mich nicht recht leitet. Das ist, liebe Geschwister, ein Gebet, über das Allah sagt, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Das Gebet hindert den Menschen vor dem Verwerflichen und dem Schrecklichen oder dem Schlechten. So ein Gebet. Schaut doch mal, was Ibn Qayyim macht. Er nimmt Wort für Wort und erklärt dir, guck mal, dieses Wort deutet darauf hin und dieses Wort deutet darauf hin. Warum lernen wir das? Um es zu benutzen im Gebet. Wir lernen es doch nicht, um Vorträge zu halten. Wir lernen das, um dieses Wissen zu benutzen für unser Gebet. Weil erst dann, wenn du verstehst, was du da sagst, wenn du verstehst, was du da liest, dann wird dein Herz sich auch mit dem Gebet beschäftigen. Aber wenn das für dich Hieroglyphen sind, naja, irgendwas wird gesagt, also sag es, dann ist klar, dass du keinen Khushu' hast im Gebet. Und dann ist auch klar, dass du überhaupt keinen Genuss hast im Gebet. Und dann ist auch klar, dass du das Gebet vernachlässigst. Aber wer so vor Allah steht, wird dermaßen einen Genuss empfinden und so viel Iman spüren, dass er sich sagt, ich will nochmal beten. Also den Genuss, den brauche ich jetzt noch einmal. Dann gibt es eine vierte Hidayah, die hat jetzt Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala zwar hier nicht erwähnt, aber in einem anderen Werk. Und zwar ist das die allgemeine Hidayah. Und zwar ist, wie Allah Azza wa Jal sagt, الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى. Das bedeutet, der alles erschaffen hat oder geschaffen hat und geleitet hat. Was heißt Al-Hidayah hier? Das bedeutet, dass Allah jeden Menschen leitete zu seiner Versorgung. Ja, jeder Mensch isst und trinkt und so weiter, selbst Tiere. Ja, weil Allah sagt, ja, jede Schöpfung hat Allah subhanahu wa ta'ala geleitet zu dem, was es braucht. Das sind also diese vier Arten der Rechtleitung. Und dann sagt er, also das war jetzt alles nur ein Beleg dafür, dass Allah Gesandte entsandt hat. Ja? Der siebte Beleg, sagt Ibn Qayyim rahimahullah tabaraka wa ta'ala, die Kenntnis über das Erfragte. Was für ein Erfragtes? Eben as-sirat al-mustaqim. Du bittest was? Du bittest um die Rechtleitung auf was? Auf dem geraden Weg. Und der Weg wird nur dann Weg genannt, wenn er fünf Bedingungen einhält. Erstmal, wenn er gerade ist. Zweitens, wenn er dich zum Ziel bringt. Drittens, wenn du die Möglichkeit hast oder die Fähigkeit besitzt, es muss möglich sein, diesen Weg zu bestreiten. Und dieser Weg muss weit genug sein für alle, die diesen Weg bestreiten wollen. Wenn es einen Weg gibt und da kommt nur einer durch, mehr nicht, ist das ein gerader Weg? Natürlich nicht.
Und dass er eben dich unterstützt zum Bestreiten. Das sind die Voraussetzungen dafür, dass es eben ein gerader Weg ist. Und dieser gerade Weg, der Weg Allah subhanahu wa ta'ala, beinhaltet all diese Aspekte. Denn Allah subhanahu wa ta'ala beschrieb ihn als gerad. Und was ist der Sinn? Warum gerade? Weil er eben, jetzt die Mathematiker an die Front, der kürzeste Weg zwischen zwei Punkten ist was? Eine Gerade. Das heißt, er ist der kürzeste Weg. Und deswegen sagt Allah, gerade. Ja. Also nicht mit Kurven oder Umwegen und so weiter und so fort. Und wenn er nun gerade ist, also wird er dich auch zum Ziel bringen. Und dieser Weg, Allah subhanahu wa ta'ala, ist offen für alle Menschen. Er ist nicht nur offen für eine besondere Sorte von Menschen. Das ist ein wichtiger Punkt, liebe Geschwister. Du darfst nicht denken, du bist der Einzige auf diesem Weg. Und alle anderen sind weg von diesem Weg. Sondern alle, die an Allah glauben und an den Propheten sallallahu alaihi wasallam glauben und sich an die fünf Säulen des Islams halten, sind mit dir auf diesem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann sagt er, und dieser Weg wurde manchmal im Koran Allah zugeschrieben und manchmal seinen Dienern, wie es der Fall ist in Surat al-Fatiha. Allah sagt was? Sirata alladhina an'amta alayhi. Der Weg von wem? Denen du Gunst erwiesen hast. Aber in einer anderen Ayah sagt Allah Azza wa Jal, wa anna hadha sirati mustaqima. Und dies ist mein Weg eingerade. Also hat Allah hier den Weg sich selbst zugeschrieben. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim siratillah. Und du leitest recht zu einem geraden Weg. Was für eine Art von Rechtleitung? Aufklärung, haben wir gesagt. Und du leitest recht zu einem geraden Weg, der Weg Allahs. Also wurde hier dieser Weg als Weg Allahs genannt. Das heißt, was muss ich hier empfinden, wenn ich das weiß, wenn ich lese, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ. Dieser Sirat ist Siratullah tabaraka wa ta'ala. Du empfindest hier Ehre. Wenn irgend von uns jemand eine Straße sieht, und Straßen werden ja benannt heutzutage, oder nicht? Die Straße von XY oder was weiß ich, irgend so ein Name, da ist ein Bürgermeister, ein Politiker, Allahu a'lam. Aber das ist nicht irgendeine Straße. Das ist der Weg Allah subhanahu wa ta'ala. Welch Ehre wurde uns zuteil, dass wir von Abermilliarden Menschen, seit Adam a.s. bis zum letzten Menschen, dass wir unter diesen Abermilliarden Menschen diesen Weg bestreiten dürfen. Das ist eine Riesengabe Allahs, tabaraka wa ta'ala. Begnügen wir uns mit diesem siebten Beleg. Es gibt noch weitere, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, die wir insha'allahu ta'ala das nächste Mal uns anschauen werden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Wissen über sein Buch geben. Möge Allah azza wa jal uns helfen, dieses Buch zu genießen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Weisheit und diese Lehren in diesem Buch erkennen lassen und uns unterstützen, diese Weisheiten auch in unserem Leben umzusetzen. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.